Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Malwald. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Werkstatt-Rundblick. Und was es alles zu sehen gibt, erfahrt ihr nach diesem Intro. So, hallo liebe Freunde, hier sind wir an dem ersten Arbeitsplatz, der ist leider nicht besetzt. Hier stimmt mein Bruder gerade das weißpolierte Bechstein 12N, sieht es fein nochmal ein bisschen durch und danach ist es dann auch wirklich fertig für den Verkauf. Ihr könnt hier sehen, mit Rennermechanik, sehr gehobene Ausstattung auch, Hammerköpfe. Und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr schönes Klavier. Kriegt jetzt noch eine Feinabstimmung und ist dann fertig zur Auslieferung, wenn sich ein Liebhaber und Käufer für dieses Instrument findet. Zu diesem Klavier gibt es übrigens noch sowohl eine Klangprobe als auch ein Vorstellungsvideo. Wenn ihr euch für dieses Instrument interessiert, guckt einfach in unseren Kanal bei YouTube. Dort werdet ihr die entsprechenden Videos ohne Probleme finden. So, weiter geht's. So, hier sind wir angekommen bei unserem Meister, Bernd Schmelter, der gerade final den 1944er D-Flügel durchsieht, der auch Anfang, ich sag mal so ab 5. November ausgeliefert wird an die Institution, die uns den Auftrag dafür erteilt hat, das Instrument zu restaurieren. Und der hat jetzt einige Zeit bei uns gestanden, weil sich bedingt durch Corona viele Sachen verschoben haben. Ich sehe auch gerade, dass ich bei dem Flügel auch noch die Gussplatte anmalen muss. Hatte ich vorher auch nicht gesehen. Und Herr Schmelter macht jetzt hier die Feineinstellungen und sorgt dafür, dass der Flügel dann im November auch perfekt für ein Eröffnungskonzert und Einführungskonzert des Flügels genutzt werden kann. So, weiter geht's in die Werkstatt. So, jetzt sind wir bei Jonas angekommen, den kennt ihr ja auch schon, den Sohn meines Bruders Frank, der bei uns auf Teilzeitbasis arbeitet. Hier haben wir eine besondere Auftragsarbeit, einen kleinen englischen Mornington & Weston Flügel, der einen neuen Stimmstock benötigt. Und Jonas ist gerade verzweifelt dabei, den Flügel zu entsaiten, was sich als aufgrund der Konstruktion einfach als äußerst schwer erweist. Und Resonanzboden werden wir auch abziehen, neu lackieren, alles einmal sauber machen, neuen Stimmstock rein und dann wird der Flügel neu bezogen und die Dämpfung repariert und dann geht's wieder raus. Du kannst auch hier einfach, nimmst dir einen Seitenschneider und kneifst die Seiten einfach noch ein weiteres Mal durch. Ja. Dann hast du nicht so ein Theater. Ist größere Verletzungsgefahr, aber weniger Tanz. Sag mich schon. Ja, sehe ich gerade schon. Das ist also, das hatte ich auch als kleines Kind schon. Seiten durch Finger und Seiten durch Hände ganz durch, dann kam mein Vater mit einer Kneifzange und hat mir die Seite aus der Hand wieder rausgezogen. Ist halt sehr, sehr scharfkantig, muss man ein bisschen aufpassen. So, und jetzt geht's weiter zu unserem Daniel. Mal gucken, was der so treibt. So, bevor wir jetzt beim Daniel ankommen, zeige ich euch noch eben das frisch gehobelte Brett für den Unterbau des Blüthner Konzertflügelstimmstocks. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ich das letzte Brett von der Qualität her nicht so besonders fand. Dieses hier trocknen wir jetzt gerade noch ein bisschen runter. Aber hier kann man sehr schön sehen, dass dieses Buchenbrett perfekte stehende Jahresringe hat. Das ist das, was wir brauchen. Und das passt jetzt so auch schon ganz gut. Es wird links und rechts noch beschnitten. Und dann werden wir das unter den handgemachten Bulldog-Stimmstock, den der Daniel angepasst hat, anleimen. Und dann ist der Flügel für die nächsten 50, 80 Jahre auf jeden Fall wieder stimmbar. Und jetzt geht's weiter zu Daniel.
So, hier sind wir jetzt angekommen beim Daniel. Der richtet gerade die Mechanik dieses Rhönisch-Klavieres, das auch in den nächsten Tagen in den Verkauf kommt. Das Klavier war vorher Eiche Hell und jetzt ist es Eiche Schwarz, satiniert, sieht fantastisch gut aus. Und der Daniel reguliert die Mechanik komplett, ist auch schon eine Renner-Mechanik. Davor war Rhönisch ja eine DDR-Firma, das ist schon nach der Privatisierung und nach der Wende gefertigt. Und ist ein Produkt made in Western Germany now. Und er stellt jetzt alles auf Core, reguliert es durch. Und als nächstes werden wir das Klavier dann, sobald es komplett fertig ist, nach vorne stellen. Und jetzt gucken wir mal, was unsere Lehrmädchen so machen. Bevor ich jetzt gleich zu Laura komme, gucke ich gerade mal hier auf dieses... Ist das irgendwas Frisches an der Satzteil? Hallo? Weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Aber egal, erkundige ich mich gleich nach. Mein Bruder hat Feste umgeräumt. Wir haben einiges an Mietklavieren jetzt auch aus der Werkstatt wieder nach vorne schaffen können. Und jetzt ist hier ein bisschen Platz. Hier seht ihr ein Rot- und Junius-Klavier, was wir zur Reparatur hier haben. Hier ist, also ist der bereits zerlegte Nussbaum-Wurzelholz-Bechsteinflügel. Ebenfalls ein komplett zerlegter Stein-WO-Flügel. Das ist der Ankauf-O-Flügel, den wir die Treppe runtergetragen haben. Der steht jetzt auch erstmal wieder hochkant, weil wir im Moment da nicht drankommen. Daneben an ist noch das besondere Klavier, das total zerstört war. Da haben wir jetzt in letzter Zeit nicht so viel dran arbeiten können, aber da werden wir jetzt auch in Kürze wieder dran loslegen. Und jetzt kommen wir kurz zurück zu Laura und hier sehen wir, was Laura macht. An einem sogenannten Abziehstein schärft sie ein Stecheisen. Also das muss auch gelernt und geübt werden, sodass es wirklich scharf ist. In der Berufsschule haben wir immer gelernt, dass man sich quasi vom Arm rücken, damit die Haare abrasieren können muss. Das ist zwar, glaube ich, auch schlecht, aber so, jetzt gucken wir mal, da sieht man schon, ne? Hat sie schon ganz gut gemacht. Also Laura sollte mit dem Stecheisen auch keiner in die Quere kommen, das könnte böse ausgehen. Mach mal ein böses Gesicht, Laura. So. Ne? Also Laura und Stecheisen, die kann das schon wirklich gut, ist auch schön scharf. Und es ist auch wichtig für die Arbeit, weil wir feine und präzise Sachen machen. Und dabei ist ein vernünftig geschärftes Werkzeug immer gut. Und jetzt gucken wir mal, wo die Magda ist. Ich glaube, die ist gerade weggelaufen. So, Magda haben wir jetzt tatsächlich nicht erwischt. Magda ist kurz zu den Gemeinschaftsstadtwerken gekommen, um den Strom ihrer kleinen Wohnung zu personalisieren. Und das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, so dass ihr die Magda erst beim nächsten Mal wieder seht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Für jede Frage ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!